Und damit willkommen zurück. Wir sind bei Solomon Richards. Und der wollte uns ja was zeigen. Das gucken wir uns doch gleich mal an. Come in! Come in! Thank you! Thank you! Thank you! Turns out maybe I'm cut out for the movie business after all, huh? My friend, you're a sentimental thug with zero artistic training and nothing interesting to say. I would say you're overqualified. Anyway, shut up and take a look at that. Oh. Oh. Fucking A. Feels good, doesn't it? Feels like I've finally done something with my life. Actually done something. A movie. Welcome to show business. Nothing but make-believe will ever feel quite real again. All right, Michael, come on. Let me show you some rushes. I think you're gonna love it, but it'd be great to hear your notes. Hey, baby. I just wanted to tell you, I'm finally doing something with my life. I'm making a movie. A real one. Call me. Na klar, jetzt wo du wieder Geld hast, ist er wieder gut genug. Also jetzt ist er wahrscheinlich wieder gut genug. Bestanden! Die Ballade von Rocco. Erweitern. Missionszeit natürlich nicht geschafft. Abschluss 50%. Scheißegal. Ich würde sagen, zu den etwas unschöneren Dingen. Auf zu Lester. Wir hätten da rausgemusst. Wehe, du machst mich nicht auf, ne? Fotze, ey. Was ist diese Scheiße auf? Gut, wir treffen uns in der Textilfabrik von Lester. Entschuldigung. Das war wirklich ein schönes Auto. Das hat selbst mir gefallen. Auch wenn ich neue Mods eigentlich nicht so gerne mag. Sehr gut. Wir fahren zu Lester und der Textilfabrik. Und das hier ist jetzt Part 3 oder 4. Ich bin mir nicht sicher. Ich denke Part 3. Nein, das eben war Part 3, das hier ist jetzt Part 4, Part 4. Papier, Papier, Part 4. Top. Ja. Wir haben bisher noch nicht so viel weiter geschafft in der Story. Denke ich, weiß es nicht. Ich habe nie so weit gespielt, glaube ich. Bin es mir nicht ganz sicher. Shit. Also wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich schon mal so weit gespielt habe. Ich glaube aber nicht. Ich kenne zwar das Ende, aber auch nicht so wirklich. Eigentlich auch nur so halb. Und rein. Shit. Wir können übrigens nicht einfach... Achso, da war kein Punkt. Oh, ich dachte, ich hätte hier einen Punkt gesehen. Gut, aber eine Papierfabrik. Hallo Freunde. Na, Lester? Oh, just enjoying a little labor dispute. See, we're about to do something really, really bad. So I need to present myself as a proper textile magnet, so... So you stop making anything? Nothing looks more suspicious in America than someone who's actually prepared to make something. Jesus. Top. What about you? Oh, fucking Trevor. We're having some problems. Brad. What else? Yes, anyway, the Union Depository is on hold for now. Can't do it without him, especially now that he knows. Thank God you guys are here. You alone? Davey, where's your boyfriend, Steve? He's on his way up. Yeah, they're up here. Listen, the shit's about to hit the fan. Our entire lives together has been nothing but a series of fans and shits. Sort this problem out for me, and I will get Mr. Leisureware off your back. And if we don't? Then I will go to jail and you will get shot. Ah, fuck you, Dave. I've heard it all before. Not like this, you haven't. Has he briefed you? Oh, why, yes, he has. He told us that if we do what you say, then together we can take down the big bad wolf that is government corruption. Yeah, and if you don't, we're all gonna fry, because the agency's onto us. I've even got some fools in our own bureau that are questioning my methods. Think I'm a liar, a cheater, some kind of a killer and a thief! So? So, there's some, evidence. And I need you guys to find out what they know. All right, so what? You want Lester here to hack into the system, wipe it all clean? No, no, no. That will not work. The only way to access it is through your buildings. Fuck me.
Michael, you'd be doing me a very big favor. And if you do this, I will make sure that all your files are deleted. I promise you. Hey! It's the last thing we do, and we're done. Period. Of course! I'm a man of my word! Dave, let's go! Ich frage mich, was so eine Scheiße soll. Come on, Lester, let's go. Good luck, gentlemen. Hey, wir machen nur noch eine Sache und dann lösche ich alles. Ah, hab ich doch nicht, aber hey, wir machen nur noch eine Sache und dann lösche ich alles. Ah, hab ich doch nicht, aber hey, wir machen nur noch eine Sache. Halt deine Fresse. Take us to the FIB building, parking lot entrance. Hätte ich längst erschossen. Ein Kilometer genau, du hast gut. So, you got any idea how we'll do this? Scope it out? Not really, but I thought we'd start by finding a way into the building. We're going in through the parking lot? No. We're waiting for someone to come out of it. A janitor. All right. And how's that gonna get us in? Well, the janitors are all on temp contracts. They get replaced when their backs go or they ask for a day off. So, we find one of these guys, we turn him, and that's our in. Okay. Their particular guy? I'm in the temp company's database right now. I found a guy about to clock off. Got the file here. Let me see. Harvey Molina, license plate 83QSL722. And we'll follow him, see what we think. Sounds good. Here we are. Let's wait for him. Warte auf das Auto des Hausmeisters. Warum auch immer ich jetzt in der First Person bin. Ein Carbonspiegel, geil. Here we go. Nope. This is not the car we're looking for. Hab die Nummer aber schon wieder vergessen. So, what do you think about this whole messed up situation? I think they'll either kill you after this is done, or keep you doing these stupid jobs until they don't have to kill you, because someone else has done it for them. Yeah, that sounds about right. Denke ich übrigens auch. Übrigens, das da unten sieht wirklich so verpixelt aus, auch bei mir. Ooh, what's this? That's not it. So what do we do? Now what can we do? We do the job. And maybe you can delete the files when you're inside doing whatever else you're doing. That might be a way out. Yeah, well, a way out is exactly what I need. Top. Guck doch dahin, wenn ich sage, du sollst dahin gucken. Something's coming. Da ist er. Das ist er, hm? Not our guy. Ist nicht er. Okay. It's hard to get motivated on a job without financial incentive. You can't put a price on freedom. Well, that spur won't be there for the crew. I'm gonna ask Mr. Haynes for a budget. Maybe the leftover cash from the Polito score. We need something. Yeah, see what you can do. Ich hab keine Ahnung, wen wir fragen. Oder wen er fragt, aber er... Oh Gott, sieht das scheiße aus. Das ist er. There she is. Stay behind him, but don't let him see you. Folge dem Hausmeister. Ich wette, das Verfolgen ist immer noch so scheiße gemacht wie in jedem GTA-Teil. What's gonna happen when this guy gets wherever he's going? He's gonna get his severance package. I can't tell if that's some creepy euphemism or a plain statement of facts. It's whatever you want it to be. Okay. Guck mal, ich stehe 1 Million Kilometer von ihm weg. Das ist viel auffälliger, als wenn ich direkt hinter ihm stehen würde. Ich fahre jetzt mal direkt hinter ihm, nur zum Spaß. Put away the smartphone or pad or whatever the hell that is for a minute. No surfing while I'm trying to tail this guy. It's work related. Yeah, well, I'd prefer all hands on deck right now, if it's okay with you. God, you're worse than my son. You want to break into the FIB's West Coast headquarters, you're gonna need more than a janitor's license plate number. And let me work on some angles while you, keep this car behind that one and between these white lines. That's it. I mean, other than a few missing expletives in terms of racial abuse, that was my son in spades. Top. Sie haben es scheinbar mal besser gemacht in dem GTA. Scheinbar, sage ich bis jetzt, weil... Bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich finde es auch gut, dass wir nicht ohne durchdrehende Reifen wirklich anfahren können, außer ich tippe so auf der Tastatur rum. Ich trippe so auf der Tastatur rum. Will der überholen? Gott, das wird auch so eine ewige Mission, wa?
Er blinkt links, glaube ich. Ja, tut er. Blinken in Amerika sowieso ganz komisch. Oh Gott, ich bin ein bisschen müde. Oh Gott! Uiuiui! Ui, ui. Das ist jetzt verbuggt, weil der scheiß LKW nicht fährt. Ah nein, wir haben rot. Okay, natürlich, wir müssen warten, bis wir wieder grün haben. Gott, ich habe so einen richtig miesen Pickel in der Fresse. Und der ist nicht so groß, dass man ihn sieht, sondern eher so klein. Und immer wenn ich den ausdrücken will, kriege ich ihn nicht zu fassen. Was ist mit der Vagina? Und dann ziehe ich nur an den Haaren. Shish. Im Gesicht. Das ist mega nervig. Die Haare im Gesicht nehmen wir noch übrigens Bart. Oder bei mir drei Pflaumen. 12-jährigen Pflaumen. Na, mehr ist das bei mir nicht. Und das nervt extrem. Franklin? Oh Gott, ich hasse mein Leben dafür, dass es so lange dauert, ey. Gott, das will ich nicht nochmal machen, ey. Ah, er blinkt links, okay. He's pulling up. Park down the block. Okay, und jetzt? Time to make Harvey an offer. Feel him out. Okay, machen wir. How's that cable connection coming along? Fine, fine. Sorry, look, I'm busy. Only when she needs something. Jesus. Oh, armer Junge. Stehst auf sie ein bisschen, wa? Kumpel? Komm her. Ach so, ich dachte, wir müssen ihn wirklich was fragen. Also ich ging jetzt gerade wirklich davon aus, dass wir zu ihm hingehen und ihn fragen, yo, was hältst du von, du brichst beim FIB ein? Folge dem Hausmeister in seine Wohnung. Weil er natürlich die Tür aufgeschlossen lässt, wahrscheinlich. You got another one of those, Harvey? Who are you? The guy with your best interests at heart. Fill your pockets with money and all you gotta do is take a little vacation. Hey, I work two jobs, man. Take any break I can get. Good. Hey, you want the beer? Nah, just take the overalls. Oh, and your ID. It's in there. Oh, and Harvey. I probably don't need to say this. But you don't play ball, I'll be forced to do something I really don't want to do. Enjoy your beer. Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass wir ihm so ein Angebot machen. Ich dachte, wir sprechen ihn einfach an. Fährt ihm Prius, ey. Hallo Lester. Du hättest ja wenigstens mal mit deinem gebrochenen Bein fahren können, ne? Successful? Oh yeah. We gotta go back to my office. Hey, Bruce. Top. Jetzt brauchen wir endlich keine grünen Ampeln mehr. Ey, 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 ey. Haben wir gerade easy. Ja. Guess you were right. Steve Haynes is a shitty boss. Hey, I called Frank while you were in there. He's coming to meet us. Yeah, huh? What do we need him for? Grunt work. Information gathering. Straßenlitten. The plans to the office. There aren't any digital copies, or if there are, I'm not clever enough to find them. The architect is L.S. Bay, so I thought Frank could tail him, take a hard copy. Sounds complicated. You sure you need these plans? Yeah, I do. If I'm gonna find a way to bypass a couple of $100 million worth of government security. Millions? They blew that much? Ah, he's already here. Top. Geh. Oh, Alter, nur weil du behindert bist, kannst du ja auch mal ein bisschen schneller die Treppe hochlaufen. Sonst mach ich dir Beine, Junge. Mann. Immer diese Möchtegern-Behinderten. Nee, ich bin behindert, ich kann nicht so schnell laufen. Alter. Heulen können wir alle. Hey, what's the problem, dog? Steve fucking Haynes. Of course it's Steve fucking Haynes. It's always Steve Haynes. That is not strictly true. It's either Steve Haynes, or it's Trevor, or it's his family. It's always one of them. Yeah, that's true. It is always one of them. Well, fat old
fuck with a horrible family and even worse friends. I told you, Franklin, I ain't a good role model. Yeah, whatever, dawg. You see to this? Or dealing dime bags. The bullets come cracking at your ass either way. Yeah, thanks. We need to find out something about this FIB building, a weakness or a way in. Next time I meet a morally destitute, totally delusional, highly corrupt government agent. I hope he's a nice one. Man, I'm not going to that motherfucker by myself. No. Nobody is going in. We need to do some recon. We need a little more information. She. I need the architectural plans, but they're not online anywhere, so I'm going to need paper copies. Now, the architect's name is Chip Peterson. This was his first big commission, and the office is down in Backlot City. All right. Franklin, you go tell him for a little while, and then we'll talk. All right, dog, I got you. Klar, notfalls erschießen wir jeden Einzelnen. Oh, good, good, good. Okay, top. Bestanden. Das Büro ausmisten. Oder das Büro. Nichts mehr übrig, haben wir nicht geschafft, weil zu viel Zeit wahrscheinlich. Alles andere haben wir geschafft. Ja, und jetzt können wir mit Michael Mission machen, natürlich. Fahren wir mal kurz hin. Ich denke, seine Frau ist zurück. Oder seine Tochter. Wie gesagt, ich kenne diese Mission hier schon gar nicht. Also ich habe diese Mission schon gar nicht gekannt. Und die nächsten, die Folgen kenne ich auch nicht. Wenn ich raten müsste, ist seine Tochter zurück. Oder sein Sohn, seine Frau nicht. Oder vielleicht seine Tochter und sein Sohn, seine Frau nicht. Oder vielleicht seine Frau und seine Tochter und sein Sohn nicht. Aber ich würde sagen, seine Tochter. Aber ich glaube, die hat das Ganze nicht so gut verkraftet. Meinen, sie ist mega wütend auf ihn, weil er ja immer alles so negativ für sie tut, aber ich glaube, sie hat es trotzdem nicht ausgehalten. Werden wir rausfinden. Erstmal fahren wir jetzt nach Hause. Und ich gucke gleich mal kurz auf die Uhr. Oh Gott, Hänger. 16 Minuten, dann sollten wir das vielleicht noch schaffen. 4 Minuten Mission. Oder wir hören halt mittendrin auf. Macht ja auch nichts. Top. Sehr gut. Den wollte ich ausnahmsweise noch nicht umfahren. Wenn man mich zum Ankotzt, wenn man die Kontrolle verliert, dann dauert das wieder ewig. So. Nein. Standbild. Ich habe immer an der Ecke hier ein Standbild. Hey, du bist auf Schnauze geflogen. Sehr gut. Alter, ist doch lustig. Nee, ich bin gar nicht da. Ich möchte das Auto aber gerne speichern, danke. Das wollte ich nicht. Ich wollte das Auto in die Garage fahren. Na, Trevor? Ich dachte gerade, die Musik würde im Haus laufen. Bourbon. Bäh. Na, sind wir komplett besoffen jetzt? Hey! Oh. Hey! I'm sorry I spiked you, okay? I get so mad and I can't control things and then, you know, shit just falls on top of me. My life sucks right now and I don't know what to do except I want to say I love you and hug it out. But all that wimpy shit is just... Well, I'd say gay, but I have some friends who are gay, so that's not cool anymore. And the ones that I don't really like, it's not because they're gay. So, lame, all right? You are just a lame and angry psycho sometimes. You do bad shit and things. I don't know if I love you, and I'm pretty sure I hate you a little bit, but I'm just so fucking upset that we can't even see each other. And you're just a drunk, lame dad. You know what? That might just be the nicest thing anybody's ever said to me. So will you buy me a car? What? I mean, not in the so will you buy me a car kind of way, in a completely off topic, can you buy me a car? I mean, firstly, I'm a fat shit that you ruined. And secondly, I will get a job and I will stop smoking pot in that sort of way, okay? I love you too, son. Now, go. Get a job. Because I don't have the money to buy you a car. Besides which way,
I'm probably gonna be dead in a couple weeks anyway. Please don't die, okay? It's great catching up with you too, Dad. Yeah. Hey, how's your mother? Oh, she's great. No, she's not. She's bored. I mean, all this mesmerizing tantric sex she's been having with a much younger, better built, caring and compassionate man is great and all. Ich glaube, er träumt das gerade. What the fuck? I'm just winding you up, you miserable bastard. She's mad at you. She's scared that you're gonna die, and she wants you to go over there and prove that you give a fuck. Alright, alright, alright! I can take a fucking hint. Let's go. We'll get Tracy on the way. Tracy, on the other hand, she's a star. Sort of. Okay, aber wie Tracy ein Star ist, das sehen wir im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin, haut da rein und tschüss.